Willkommen zurück. Eine neue Folge They Are Billions, die Kampagne. Wir haben in der letzten Folge das Tal des Todes abgeschlossen. Und heute schauen wir uns mal wieder eine Einzelmission an. Die Frage ist, gehen wir ins Krankenhaus oder ins Gefängnis? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Krankenhaus und gucken, was es dort so gibt. Dieser alte Krankenhauskomplex wurde schon vor langer Zeit verlassen und nur noch die Infizierte treiben in den Gebäuden ihr Unwesen. Der Komplex besteht aus vier unabhängigen Gebäuden, welche mit Straßen verbunden sind. In der Mitte befand sich früher wohl ein schöner Park mit Statuen. Wir sind uns nicht sicher, ob es als Krankenhaus oder Forschungseinrichtung gegen die Infektion genutzt wurde. In jedem Fall ist dieser Ort sehr interessant und sollte wichtige Technologien bereithalten. Okay. Wir sollen wieder Artefakte sammeln und antike Technologie. Dann bin ich doch mal gespannt. Wird bestimmt dann auch wieder was Interessantes als Geschichtsstrang in Erfahrung kommen. Oha, da stehen schon die ersten. In der Nähe. Und nicht wenig. Okay. Dann gucken wir doch mal. Wir haben ja ein bisschen Flächenschaden mit ihm. Das ist vorteilhaft. Und die Karte scheint ziemlich groß zu sein. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir hier mehr als eine Folge. Wir werden es sehen. So, dann gucken wir doch mal hin. Hier, Krankenhausgamma. Infizierte der Stufe 4 begeben sich bitte zum nördlichen Forschungsraum. Kinder und andere Infizierte begeben sich bitte zur Südseite für Neueinweisung. Wieso heißen Kinder und anders Infizierte? Naja. Oh, jetzt kommen hier schon Runner an. Es wird schon nicht einfach jetzt hier. Die ziehen nämlich schon HP von uns ab. Und mit Kiten ist ja nicht so viel. Sind aber auch viele. Come on. Das ganze Krankenhaus ist quasi überrannt von denen. Great. Naja, mal sehen. Jetzt geht's ja gleich in die Gebäudekomplexe rein. Wir machen auch mal wieder unser Karree so ein bisschen an. Obwohl das für diese Mission eigentlich eher hinderlich ist, finde ich. Wir gehen erstmal Richtung Süden. Jetzt dachte ich, da steht ein Fetti, dabei ist das eine Statue. Okay. So, hier haben wir was, wo wir hingehen können. Wir müssen wieder alles erkunden, um zu sehen, ob es hier irgendwelche Relikte oder sonstiges gibt. So. Weiter geht's. Wieder ein ganzer Schwall. Ja, wenn die so einzeln gerannt kommen, ist das noch in Ordnung. Okay. Great. Let's go. Trotzdem müssen wir uns auf jeden Fall hier immer die Sachen aufheben, falls es mal eng wird. Also die Granaten, die Medikits.
Das ist hier nämlich nicht ganz einfach bei diesen Missionen, ne? Come on, the infected are waiting. Da geht's hier noch runter. Nee. Also hier können wir erstmal nichts weiter machen. Hier war auch nichts weiter an Relikten oder sonstiges. Oha. Oha. Das sind hier viel zu viele. Und hier ist auch so ein Riesenhaufen. Okay, da müssen wir später nochmal hin. Weil das sind erstmal viel zu viele. Dann gehen wir erstmal hier nach oben. Da muss es irgendwas geben, wie wir diese Meute hier besiegen können. Gehen wir erstmal Richtung Nordwesten. Mal sehen, wie das hier... Oh. Hier sind auch gleich noch mehr Hache. Wie viel sind das hier, ist die Frage. Es sind nur 4 Stück insgesamt, okay. Unser Flächenschaden ist nicht ganz so hoch wie unser primärer Damage. Oh, hier haben wir was. Das hätte ich fast nicht gesehen, ne? So, bevor wir hier Türen öffnen, will ich hier nochmal lesen, was hier drin ist. Experimenteller Therapieraum. Achtung, Individuen der experimentellen Behandlung 605. Steigende Aggressivität und Beweglichkeit bei einigen Patienten festgestellt. Okay. Ja, Harpien sind hier mit das Tödlichste, was man in diesen Einzelmissionen finden kann. So, hier oben warten welche, oder sind Infizierte zu sehen, da kommen wir aber bisher noch nicht hin. Okay, dann gehen wir nochmal ein Stück zurück und gehen hier mal den Hauptweg. Hier unten, die laufen auch so langsam, aber sicher in unserer Richtung. Vielleicht verteilen die sich, dass wir sie dann einzeln abfangen können. Yes, I love it. Oh, hier sind auch wieder so viele, okay. Warum sind hier dauernd so viele Infizierte auf diesen Wegen? Die laufen halt auch dann hier hoch, ne? Okay, dann werden wir erstmal probieren, hier nach oben zu laufen. Von den Haufen hier so ein bisschen weg. Ich will die Granaten jetzt noch nicht unnötig... Hier sind auch so viele. Hier sind so viele. Okay. Das heißt, wir haben hier hausen einen riesen Schwall an Infizierten. Sollen wir erstmal die Tür hier öffnen? Wir probieren es mal. Okay, hier sind Harpien. Gut, dann geht's rein. Boah, die machen Damage. Okay. Jetzt kommt hier einer von, oder welche von unten. Die machen wir erstmal, bevor wir da reingehen. Wenn wir die nämlich immer einzeln so ein bisschen ab... Frühstücken quasi, dann sind die nicht ganz so gefährlich. Die Gruppen sind halt das Gefährliche. Gut, die Harpien machen sehr viel Damage. Wir brauchen auf jeden Fall dann mal ein Medikit. Nur noch 28 Lebenspunkte. Das ist echt übel hier, dieses Krankenhaus. Ich traue mich schon gar nicht, die nächste Tür zu öffnen. Was haben wir hier? Wieder Granaten. Okay. So. Ah ja, hier kommen normale Runner. Da können wir uns, glaube ich, hier hinstellen. Und auf die so schießen. Das passt.
Let's go. So, hier haben wir was zum Einsammeln. Interesting. Trotzdem brauche ich irgendwie ein Medikit. Sonst wird das hier ganz schnell zu Ende gehen. Come on. Das Krankenhaus ist nicht ohne. Yes. Great. So, was haben wir hier? Individuen. Ah, das ist das gleiche, okay. So, und hier sind auch wieder so viele. Great. Wir gucken mal. Okay, erstmal kurz zurückgehen, weil die kommen jetzt hier angerannt. Die möchte ich mir schon so schnappen. Ja, das wird hier so ein Ausdauerspiel, würde ich fast sagen. Stück für Stück. Brauchen auf jeden Fall eine Medikit. Ich habe hier schon übelste Angst. Nächster Harp hier ist halt der Tod. So, wenn die hier so schön Stück für Stück verteilt dastehen, habe ich gute Hoffnungen, dass wir die hier schön einzeln abfrühstücken können. Oh, so viel zu einzeln. Jetzt kommt hier ein ganzer Schwall an. Jetzt haben die sich hier umpositioniert, quasi. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Hier unten auf diesen Park. Da waren ja auch einige, aber die scheinen etwas langsamer zu sein. Hoffe ich. Die Problematik ist auch, was hier oben so ist. Ja, das sind langsame, okay. So. Man sieht halt hier in dem Wald auch ganz schlecht was. Da steht eine Statue. Wonderful. Let's go. So, die können uns hier erstmal nicht erreichen. Haben hier aber auch nichts weiter. In diesem Garten. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren erstmal die hier so ein bisschen zu dezimieren. Hier stehen auch schon zwei. Müsste doch irgendwo in einem Krankenhaus eine Medikit rumstehen. Das gibt's doch gar nicht. Anything more? So. That's easy. Das waren die. No problem. Jetzt werden wir uns mal den hier kurz zu widmen. So, dann gucken wir mal hier vorn. So, mehr steht hier erstmal nicht. Okay, wir gehen hier drin weiter. Beziehungsweise könnten wir hier ein bisschen weiter schauen. Come on. Hier mal noch ein paar umhauen, wenn die hier so schön einzeln gerade dastehen. Gut, das hat gut funktioniert. Ah, jetzt kommt noch einer. Sehr schön, wieder ein paar weniger.
Hier unten kommt ein Anführer angerannt, den nehmen wir auch gleich noch mit. Zack. Wir haben zumindest schon genügend Angriffskraft, um auch die Anführer direkt zu one-shotten. So. Jetzt wollen wir mal hier oben reingehen, mal gucken, was da so gibt. Schade, dass einem die Gesundheit nicht wieder regeneriert wird. Das könnte man immer mal ein bisschen warten. So. Okay, was haben wir hier? Strahlungsbehandlung kann für Nicht-Infizierte tödlich sein. Aha. All right. Come on. Okay, wir gucken erstmal hier drüben. Ich will hier noch nicht weiter in die Zimmer groß reingehen. Let's go. So, wenn die hier kommen, gehen wir mal hier hoch. Come on. Sounds good. So, das wird bestimmt hier der Endkomplex fast sein. Lagern von radioaktiven Materialien und Verunreinigung verboten. Ah, es ist Lagerhaus. Hier haben sich schon wieder einige vereinzelt hingestellt. Ich will aber hier erstmal noch weiter erkunden. So, was ist das hier? Ultraschallbehandlung hat lediglich die Hörempfindlichkeit der Infizierten verstärkt. Die Quarantäne dieses Abschnitts bleibt bis auf Weiteres bestehen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind ein paar viele. So, einzeln. Zack. Und dann... die zwei. Der Flächenschaden ist ganz gut. Yes. Excellent idea, sir. So, okay. Hier stehen noch drei und dann sind wir schon mit diesem Gebäudekomplex quasi fertig. Also außer die Türen. Abfälle. Nicht die Verwertungsmaschinen berühren. Stufe 5 Infizierte müssen vom Sicherheitspersonal angekettet werden. Oje. Stufe 5 sind doch bestimmt Harpien, ne? Oder Fettis. Tagesgericht. Halbrohes Fleisch für infizierte Bewohner der Stufe 4. Und wir haben immer noch nichts gefunden, um uns zu heilen. So, hier steht jetzt schon einer an der Tür. Wir lassen die ganzen Räume nochmal zu und werden uns jetzt Stück für Stück hier dem Äußeren erstmal widmen. Puh, das ist echt schwierig. Besonders mit dem wenigen Leben, was wir haben. Aber hier ist halt wirklich nichts, mit dem wir uns heilen können, ne? So. Gehen wir mal hier hoch. Die stehen hier teilweise schon etwas vereinzelt. Gehen wir doch mal zu der Kreuzung. So, jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Dürfen jetzt keine Lebenspunkte mehr verlieren. So, weiter geht's. Hier schön rein.
right? Sehr gut. So. Okay. Man kann zwar mit dem nicht ganz so gut kiten wie mit der anderen. Aber dafür macht er halt alles in One-Shot. Die andere konnte dann die Runner zum Beispiel auch nicht One-Shotten. Da war sie dann trotzdem langsamer. Und gegen Harpien war sie auch langsamer im Laufen. Von daher hat es dann auch nicht so viel gebracht. So, dann gehen wir mal hier nach unten. Weil da war auch schon... Hier ist noch einer. So, hier unten waren wieder welche. Stück für Stück kommen wir hier voran. Versuchen wir hier jetzt uns einen Kreuzungsbereich so ein bisschen zu erobern. So. Kreuzungsbereiche sind natürlich immer sehr gefährlich. Wir gehen erstmal hier nach oben. Oha. Also es wird nicht weniger, im Gegenteil. Irgendwie werden die immer mehr. Ich habe die eine Möglichkeit gefunden, sich zu vermehren. So, jetzt müssen wir gucken. Hier kommt nämlich jetzt ein ganzer Haufen angerannt. Erstmal ein bisschen wieder zurück. So. Wenn die immer so einzeln kommen, ist das ganz gut. Dann können wir die kontrollieren. Dürfen uns bloß nicht umzingeln oder sonst irgendwas. Ja. Da hat sich hinter der Säule versteckt. Intelligent. So, okay. Wo sind die nächsten? Den einen nehmen wir noch mit. Zack. Okay. Kommen wir hier irgendwie rein? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Also wir haben hier oben noch einen riesen Schwall. Dann gucken wir mal, was hier so auf uns wartet. Erstmal nur zwei und ein dicker. Okay, bei dem dicken gucken wir erstmal. Gehen wir erstmal hier hoch. Ah, hier ist der nächste Schwall. Okay. Uiuiui. Das wird echt übel. Okay, dann müssen wir uns mal hier unten ein bisschen um die Dings kümmern. Die haben sich ja auch etwas ausgedünnt. Wir haben noch kaum Sachen gefunden, ne? Fast and silent. So, dann schauen wir doch mal. Come on, the infected are waiting. Lass die schön einzeln kommen. All right. Nice. That's easy. Anything more? So, da kommt wieder einer angerannt. Ja, das mag jetzt ein bisschen langwierig oder zäh vonstatten gehen. Aber anders hat man, glaube ich, hier nicht so die Möglichkeit, die zu besiegen. So, da kommt mal wieder einer. Da oben. Die kommen langsam angelaufen, okay. Man kann halt hier schlecht um die Ecke, deswegen ist es hier
sinnvoll, immer ein bisschen zu warten, bis die etwas näher gegangen sind, quasi. So, und dann immer die Minimap im Auge behalten, weil die anderen sind natürlich auch vom Hören her unterwegs, ne? So, Stück zurück. Wenn die jetzt angerannt kommen, hauen wir sie gleich weg. So, dann machen wir erstmal die hier oben, bevor die hier zu nah rankommen. Und das Gute ist, dann dünnen die eben diese großen Gruppen aus. Come on. Let's go. Die werden dann immer weniger, wenn die sich einzeln an uns heranbegeben, kann man sagen. Ne? So, jetzt geht's wieder nach unten. Dann werden wir die mal hier so ein bisschen begutachten. Ja, ich habe noch richtig Bange vor den einzelnen Räumen im Krankenhaus, besonders mit dem wenig Leben, was wir derzeit haben. Bisher haben wir ja auch nur die Zombies quasi abgeknallt und kaum Materialien gefunden. So, wo gehen wir jetzt am sinnvollsten hin? Okay. Mal hier nach unten. 1, 2. Nehmen wir die hier unten. Ah, hier sind auch noch einige, die noch rumstehen. Den und den. So, da steht auch schon wieder eine Gruppe. So, wenn die hier schön einzeln kommen, haben wir die Gruppe jetzt schon fast weg. Ja, viel näher will ich erstmal noch nicht ran. Mal gucken, was hier noch steht. Ah, hier stehen die ganzen Anführer noch mit rum. Okay. Gut. Jetzt heißt es irgendwie zusehen, dass wir die Gruppen ausdünnen können. Ohne zu viel zu pullen. Gott, steht hier viel. Ich will die Granaten halt noch aufheben. So, das hat gut funktioniert. Hier dürften wir fertig sein. Jetzt muss ich aufpassen. Hier kommen jetzt ein paar mehr. Zur Not den Rückzugsort nach oben freilegen. So, wenn die alle so einzeln kommen, ist das perfekt. Oh, das ist ein bisschen viel. Jetzt kommen auch noch die Anführer. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Wir laufen einen Ticken schneller als die, das ist unser Vorteil. So, umdrehen. Zack. 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 Perfekt. Das hat die ganz schön dezimiert. Okay. So. Dann
clearen wir mal den Raum hier oben. Not sure, but let's do it. Und hier tun sie sich auch schon langsam auf splitten. Okay. That's easy. All right. Of course. So, was haben wir hier? Administration. Gehen Sie zuerst durch die Dekontamination, bevor Sie das Zimmer betreten. Hier sind sowieso nur Infizierte, aber hier kommen wir eh nicht rein. Wir gehen nochmal hier runter, um alles aufzudecken. For the glory of Quintus. All right. Let's go. So, weiter geht's hier erstmal nicht. Come on. Dann clearen wir hier unten. Nice. Of course. Das sind nämlich auch nur noch 4 Stück. For the Empire. Okay. Ich habe so das, die böse Vermutung, dass wir hier dann alles clearen und trotzdem nichts gefunden haben. Ausschließlich für Infizierte der Stufe 2 oder niedriger. Okay. Ja komm, wir probieren das einfach mal. Let's go. Und hoffe, dass ich hier... Ah, da ist ein Medikit, das ist gut. Das ist gut, das war der beste. Bester Raum. So, gleich mal benutzen. Sind wir erstmal wieder voll. Dann schleichen wir uns mal hier durch. Okay, was gibt's hier? Oha. Ich glaube, hier sollten wir eine Granate benutzen. So. Der Rest sind hier ganz langsame, die dürften wir eigentlich jetzt besiegt bekommen. Stück für Stück. Bleiben hier erstmal am Eingang stehen. Schießen uns die Wutze bunt. So. Zur Not, wie gesagt, können wir ein Stück zurückgehen. Aber derzeit passt das ganz gut. Okay, perfekt. Und wahrscheinlich sind die anderen Abschnitte ähnlich gestaltet, nur mit den jeweiligen anderen Infizierten. Man müsste bei dieser Mission, also wenn man den skillt hier, den Champion, müsste es irgendwie so sein, dass man pro getöteten Infizierten wieder Lebenspunkte zurückbekommen kann oder so. Das wäre richtig cool. So. Hier oben, die fangen an, sich zu verteilen. Das ist auch gut. So, und dann ist die Frage, was wir hier so einsammeln können. Hier gibt es erstmal noch eine ganze Handvoll Infizierte, die wir beseitigen. Okay. Oben stehen auch noch welche. Aber das ist hier noch das Einfachere. So, hier oben waren wir ja schon. Let's go. Ja, Stufe 2 und niedriger heißt die einfachen Runner quasi. Ist hier was? Nee, hä? Aber hier steht was. Die einfachen Runner.
Und die ganz langsam. Das ist Stufe 1 und Stufe 2 an Infizierten. Stufe 3 sind die Anführer. Und dann ist die Frage, ob Stufe 4 die Fettis oder die Harpien sind. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, jetzt gehen wir hier oben noch hin. Da haben wir noch was. Da ist noch was. Und hier steht noch einer in der Ecke rum. Zwei hier sogar. Okay, das haben wir alles. Dann sind wir hier mit dem ersten Gebäudekomplex fertig. Die Frage ist, was ist hier drin? Hier ist kein Schild. Aber das könnte hier zu dem Komplex gehören. Na gut. Ich denke, wir sind hier erstmal ganz gut aufgestellt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir uns den weiteren Sachen für das Krankenhaus hier widmen werden. Ah, hier ist der Ausgang. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.